Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zur Legend of Grimrock Labyrinth of Lies. Ja, ich bin hier gerade irgendwie in einer Sackgasse gelandet, deswegen muss ich irgendwo runterspringen. Au. Dann lande ich hier. Und von hier aus kann ich eigentlich irgendwie durchgehen. Was ganz praktisch ist. Fast, ich muss hier wieder den Teleporter aktivieren. Um das hier aufzumachen. So, und hier durch. Der Hebel macht nichts, aber hier können wir durch und wieder hoch. Das war falsch. Abgebogen. Ich muss hier lang. Hier war das Necro-Dingster-Bumster. Ja, Necro-Chemical-Labor. Hier waren wir aber auch schon überall drin. Ja. Indem wir die Fackeln gelöscht und wieder angezündet haben und sowieso. Was gerade um einiges interessanter ist, ist hier bei der Treppe hier runterspringen. Weil hier ist die Treppe. Wenn wir hier runterspringen, also hier, landen wir hier direkt wieder am Eingang. Wenn wir jedoch hier runterspringen, landen wir da hinten in der, in dem Secret-Bereich. Und da möchte ich auch gerne mal reingucken. So. Also hier. Ja, Secret gefunden. Nur ein Kristallschädel, nicht mehr. So, und wenn wir wieder hier runtergehen, können wir gerade denselben Weg nochmal gehen. So, da müssen wir nur wieder hier das Ding aktivieren. Ansonsten fällt mir jetzt hier gerade kein Weg ein. Wie wir schneller wieder zum Great Staircase kommen. So, hier durch. Hier hoch. Und dann hier rum. Und ja, leider ist der Great Staircase im Augenblick auch das Einzige, was mir so einfällt, was wir gerade machen können. Die zweite Möglichkeit, die ich mir noch so überlegt habe, ist in den Horusminen nach den Knöpfen hinter den Balken zu suchen. Es gibt zwei Stück. Und beide zu finden, dürfte lustig werden. So, hier war erstmal das hier. Gut. So. Warum auch immer das hier jetzt unten bleibt. Dekonstruieren können wir es leider nicht, gell? Nein. Ja, hi.
Damit geht das leider nicht auf. Ah, jetzt wechselt's. Und jetzt haben wir einen zweiten Ausgang. Hier drüben. Hier wäre es noch abgegangen. Wo wäre es denn da abgegangen? Hä? Oh, wird gerade dunkel hier ein bisschen, also mache ich das Licht wieder an. Das wäre übrigens cool, wenn man die Dinger verpacken könnte. Nein, kann man nicht. Gut. Laden wir unseren Quicksave. Ups. Einfach gleich den Quicksave laden. Ich kann halt nur die Druckplatte hier gerade betätigen. Die macht allerdings nichts für mich. Nein, das sperrt mich leider nur hier hin. Okay. Ah, das Ding macht mir Angst. Und das war nix. Okay, ich habe noch Wurfdolche, oder? Ja. Das macht leider nur nicht das zu, was ich gehofft habe, dass es zumacht. Oh. Da habe ich jetzt aber eine Idee. Oh, stecke ich gerade? Ich stecke gerade hier. Da muss ich halt wieder runter. Ja, cool, ich bin hier.
Und runter. Da komme ich nicht so leicht hin. Von da aus, wo ich jetzt gerade bin. Da müsste ich nämlich... Ja, wieder den Zellentrakt da drüben, ey. Das ist echt einfacher, die große Treppe zu nehmen. So, hier lang. Das Spielchen wieder. Da durch. Teleporter abwarten. Tür geht wieder zu. Ist ja alles klar soweit. Hier geht's hoch. So. Hier durch und da lang. So, weil was auch immer ich jetzt damit erreicht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich damit erreicht habe. Ups. Wo bin ich? Jetzt gelandet. Jetzt bin ich hier. Da ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich abgespeichert hatte, als ich da oben wieder am Staircase angekommen bin, laufe ich einfach nochmal hin. Mie. Kein Wunder, dass niemand den Greater Staircase leiden kann. Okay. Ach, habe ich dran gedacht, das Wurfmesser hier wieder einzusammeln. Was ich noch gar nicht geworfen habe. Hä? Ach so, da drüben ist es. Hm. Ach, da ist eine Wand aufgegangen, wenn ich richtig sehe. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich drüben bin. Flutsch dazu. Das Wurfmesser ist also nicht weit genug geflogen. So, hier rüber. Hm. Nö. Höchstens hier ist aufgegangen und war vorher zu.